Hallo an alle, ich bin der Sebastian von der Firma Heytuning & Mohr. Immer wieder wurden wir gefragt nach Bedienungen, Anleitungen, könnt ihr nicht mal ein Video drehen, um zu beschreiben, wie funktioniert denn euer Heytuner. Und wir fangen jetzt einfach mal an und werden nach und nach mal immer wieder ein paar Videos hochladen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Herzstück der Heytuner, der den Dampf ordentlich in die Boxen bläst. Und das ist der Dampferzeuger. Wir haben hier unseren HT Eco mit bis zu 3500 Watt. Bis zu 3500 Watt, das heißt, wir brauchen ihn nicht auf volle Pulle zum Laufen zu lassen, sondern wir können ihn auch runterdrehen. Dafür haben wir hier den Drehregler und können die einzelnen Wattstufen einstellen. Zu befüllen ist der HT Eco auch ganz einfach. Wir haben hier vorne unsere zwei Spannverschlüsse. Die lösen wir eben, machen den Deckel auf. Und schon haben wir dann auch schon unseren Tank, wo das Wasser reinkommt. Im Heytuner L beispielsweise befüllen wir mit 6 Liter Wasser. Und sobald wir das Wasser eingefüllt haben, wird der Deckel wieder geschlossen und mit den Spannern wieder festgemacht. Was gibt es sonst noch zu sagen zum Dampferzeuger? Welche Vorteile haben wir? Wir haben natürlich zum einen die Vorteile, dass wir die Wattzahl regulieren können. Der nächste Vorteil ist ganz klar, unser Tank, wir sehen halt, was ist drin, sind Verunreinigungen drin, Kalkablagerungen. Wenn Kalkablagerungen vorhanden sind, dann gehen wir einfach mit dem Mikrofasertuch durch, wischen diese aus und wenn er wirklich mal so verunreinigt ist, dass wir ihn gar nicht mehr sauber kriegen, dann nehmen wir ihn einfach raus und stellen ihn mit in die Spülmaschine. So kriegen wir den ruckzuck wieder sauber und wir haben keine lästigen Entkalkungsvorgänge, die uns Zeit und natürlich auch viel Geld sparen. Ja, zusätzlich haben wir den Dampferzeuger nicht noch isoliert, dass er halt auch im Winter zuverlässig läuft und nicht ellenlang braucht, bis er dann auf Temperatur kommt. Zusätzlich ist der Vorteil bei der Isolation, dass das Gehäuse halt wirklich nur lauwarm wird und sich da keiner dran verbrennen kann. Das war es eigentlich schon vom Heytuner. Dampferzeuger. Als nächstes zeigen wir euch mal ein Video vom Heytuner ESL, wie er bedient wird und wie die Funktion ist mit Reinigung etc. und Pflege.